Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Ping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Let's Dance mit Wilder Ghoul. Nein, mit Fallout Spar dir die 4. Mühe und gib einfach auf. Der Typ hat echt den Spaß seines Lebens, habe ich das Gefühl. Richtig geil. Okay. Dann erlösen wir ihn aus seinem Tanzfieber. Aber ich kann einfach so öffnen. Sagt er doch gleich, Mann. Was geht, na? Verdammt, gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Dann tanzt es. Vielleicht finden sich in diesem Wissenschaftsmüll ja ein paar Mets. Ich lasse es dich wissen. Er ist gestorben, wie er gelebt hat. Tanzend. Vor allem gelebt, ne? Das ist cool. Sind hier noch mehr? Nein. Oh Mann. Erfahrungspunkt D. Wieso gibt es hier nicht Dance als Dinge mehr? Hätten wir Spice, ja, das wäre gut gewesen. Ja, nur gleiche Wörter gewesen. Works. Was, Gott, verdammt. Ropes, die brauche ich. Ropes sind schon drei. Hype, Gott. Verdammt. Na komm, war. Solar, ja, das ist auch gut. Solar. Later. Nein. Ach, ich war doof. Nochmal later, nein. Hängen sie aber manchmal echt dran, ne? Blöden Dinger. Das mache ich nur hier für so 13, 14 Erfahrungspunkte, ne? Ja. Ah, komm, gib mir eine Klammer, leck mich am Box. Bones. Das gibt's halt dann nicht. Lass wir essen. Lock, danke. Boah, echt? Der andere war geöffnet. Ist sehr wichtig, dass ich die öffne. Sehr wichtig. Lasst mich. Geht's da nicht, ey. Ja, 3, 4 Minuten mehr beim Knacken verbracht. Wohl. Sind schon viele. Komm schon. Hier, Juke. Was? Was? Boah. Ja, kann nicht sein. Boah, gewähren weiteren Versuch, verdammt. Boah. Okay. Ja, Vote. Hebel, was? Aber gar keinen Sinn. Puff, nix. Okay, gut. Ja, von da kam ich, gut. Ich muss den Aufzug benutzen und der setzt sich wieder hin. Nee, ich krieg die Krise. Weiter geht's. Du kommst wahrscheinlich nicht mit, ne? Schon sagen, wenn du dich da irgendwo hingesetzt hättest, ne?
bereit. Zieh die Waffe weg. Dann sehen die Gegner schon dadurch. So, warte mal hier. Gule. Nicht grauenhaft. Ich glaube, wir sind seit langer Zeit die Ersten hier unten. Je eher wir das Heilmittel finden, desto schneller sind wir hier wieder weg. Okay. Die haben nur so für kurze Zeit jemanden gesehen, ne? Nur so eine ganz kurze Zeit vorbeigelaufen und die tun irgendwie eine ganze Barrikade von Kugeln auf mich schießen. Nirgendwo rein, Mann. Sieht ein bisschen aus wie in der Vault. Ja, hat sich bewegt. Geh mal da lang. Geh mal nicht da lang. Hi, na? Du kommst gar nicht da raus, wieder. Schwer einer abtanzen als die Dance Group. Boah, ich muss euch irgendwann die ganzen Türen hier öffnen, und dann kommen sie alle da raus. So läuft das doch hier. Und Stift. Ich erledige das schnell. Ha! Das wär's. Schrott. Geht. Sicherheitsdienst, den Linken hatte ich noch nie. Muss ich haben. Was gibt dieses medizinische Dingen? Stahl, was? Soll ich denn damit? Weg damit. Ja, kein Stahl, ey. Puff! Irgendwie greife ich jetzt so gegen meinen Fernseher schlagen. Lass es einfach sein. Boah, kommt mich an. Protektron-Steuerung, ja. Wenn ihr wieder auf mich losgehen könnt. Na, die Türme machen wir mal aus, obwohl ich die schon alle erledigt habe, ne? Die Türme machen wir auf. Das dauert natürlich wieder 10 Jahre. Protektoren denn? Hey, du mal da unten auf die los. Ich werde aber nicht auf dich losgehen, wenn ich hier oben immer erlebe. Ey. Sieht er noch nie. Oh ne, schon fertig gemacht, das gibt's doch nicht. War bestimmt ein legendärer, ne? Meine Güte. Voll weggeschossen. Wortwörtlich. Ja, ich auf tanzen. Boah. Jetzt mal schlafen. War. Ja. Und Teddy beim Klo. Warum nicht? Wo sind denn noch Gegner? Nehme er mich nicht auf den Arm. So, wieder so ein Seifenspender. Sieht der Teil irgendwie aus.
Hallo, na? Oh, sieht aber süß aus. Okay. Jetzt war nicht, wo Feinde in der Nähe sind, aber okay. Gut. Hier sehe ich Gegner. Na gut, dann da runter nehme ich an. Was war da? Da ist noch was. Da kam ich nicht von da. No. Ja. Dann weiter nach unten. Ich dachte, da weiter so. Komm ich nochmal unten? Ja, hier. Ja, einer nach dem anderen, bitte. Und wieder was. In welchem Moment bräuchte ich echt eine Flammenwerfer, wo ganz viele Leute auf einmal angegriffen werden. Wie, mein Arm ist kaputt. Kannst du fragen. Was? Okay, wow, wow, wow. Ich dachte, mau, mau, mau. Das hat mich etwas verwirrt. So, Fusionskern. Ha, ha. Mit Strom ist ein gemütliches Kissen. Für meine Geschütze, die ich überall im Ödland verteile. Ich muss mal dafür sorgen, dass jede einzelne Siedlung irgendwie genug Geschütze für mich hat. Was bist du denn? Okay, warte mal da. Ja, sonst könnte ich ja nicht mehr zurückkehren, wenn ich darüber springe. So vor Ghouls verschlingen ist nicht eine gute Idee. Boah. Gut. Weiter an. Wo gehen wir weiter nach oben? Von oben kam ich ja. Mehr oder weniger. Das ist eine Kiste. Die sieht so verdächtig aus, aber da ist wahrscheinlich nichts drin, ne? Das ist ein Tresor, der sieht wichtig aus, aber da ist wahrscheinlich nichts drin, oder? So, ich würde gerne McCree's Quest hier noch heute schaffen, in diesem Part. Ist das Geschenk ausgepackt? Schauen wir mal, was drin ist. Ja. Zeugs halt. Okay. Na, komme ich irgendwie da hinten hin? Nee, ne. Doch. Ah, Luca Cola sind da. Yay. So, dann weiter im Text. Dann ist schon wieder ein Ziel. Gut. Wir nähern uns dem Ziel. Gehen wir zum Ziel näher. Ah, was geht. Wow. Ich sah nicht mal aus, als würde er mich angreifen, meine Mann. Wow, ein Schatten wieder.
Ihr habt keine Chance gegen mein Schwert. Guckt euch mal an. Ich finde, das Schwert sollte ein bisschen abgeschwächt werden. Weil ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich schummeln mit dem Ding. Zur Hölle sind sie? Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Das sah wieder sehr dämlich aus, aber egal. Das habe ich erstmal genug Parts auch aufgenommen für die ganze Woche. Wenn ich ausgehe, wahrscheinlich hier mich so ein bisschen beschäftigen. Was für ein Wagen. Wenn ich dich suche, da habe ich nicht bemerkt, ehrlich. Vielleicht alle Siedlungen hier so versorgen mit Katzenab. Immer Katzenab. Ich will eine Katze in meiner Siedlung haben, in meiner Basis. Ich habe zwei Hunde, aber natürlich mit Hunden. Ich will Katzen haben. Ich will Todeskiller-Katzen haben. Ich will einen Löwen an meiner Seite haben. Oder einen Tiger. Da kann ich nicht so was bekommen. Institut hat Gorillas. Wie wäre es denn, wenn ich einen Gorilla irgendwie bekommen würde? Das wäre doch geil. Durch ein Ödland gehen mit einem riesigen Gorilla. Als hätte doch mal was. Was? Was? Ja, gar nicht berührt, einfach du. Aber das ist fast das gleiche Szenario wie bei Kay. Kann das sein? Wir müssen ein Medikament suchen oder ein Heilmittel. Und ja, wird irgendwie fast genauso. Atomsteuerung. Soll ich vielleicht ausstellen? Aktivieren, okay. Ich tue die mal aktivieren. Ja, vielleicht kommen jetzt hier ganz viele Gegner. Die Türme kümmern sich jetzt um die, weil sonst denke ich mir, ist das ein bisschen zu offensichtlich. Aber anscheinend nicht. Ey, nicht schubsen. Aber finde ich ja gut, die gehen auf mich los, die Geschütztürme. Aber nicht auf die Ghule. Oh, hallo. Hey. Kann der mysteriöse Fremde mal aufhören, manchmal zu erscheinen und gar nichts zu machen? Er stand dann so blöd rum, ey. Ich glaube, ich habe eine Brieftasche hier irgendwo. Au, 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 au. Lass mich durch, MacReady. Bist du des Wahnsinns? Oh. Oh, der war noch nicht mal mutiert, ehrlich. Der sieht voll brutal aus. Wie so ein Horrorfilm, so. Jason Voorhees. So, ein Arm weg. Noch ein Arm weg. Geil. Die Beine gehen, glaube ich, nicht ab, ne? Springt er die ganze Zeit auf einem Bein, der Flamingo. Ich erledige das, Alter, kannst du mal fragen. Welcher Ghoul hält so viel aus? Stärke und Ausdauer. Wenn man gern so weit an mich. Mal gerne irgendwie so Sachen, hey, und die weil nicht Charisma oder sowas geben. Nimm den mal. Schieß bloß nicht damit. Sonst fall ich in Raserei. So. Wo sind die Türme? Nirgendwo.
Gut zu wissen. Oder haben die doch auch ein bisschen auf die geschossen? Ich weiß es nicht. Wir haben ja genug Medikamente. Da wird ja wohl was dabei sein. Geflickte blaue Jacke. Viel Spaß mit dem Zeug. Keine Ahnung, was es macht. Ich nehme halt einfach. Man zieht es an, du. Was macht man mit Klamotten? Ah, oh, McCree, dann such mal hier. Hätten wir schon wieder los. Alter. Ich eigentlich hier so rumscheuchen können, dann hätten die sich um die gekümmert, ne? Alter. Oh Gott. Oh Gott. So, mal zurück zum Geschäftlichen. So, da haben wir das. Nett. Kindern. Ich bin mit McCree. Aber nicht. Hallo, Message Uses, Chirurgenblatt. Verdammt nochmal, ja. Verursacht Dauer plus 2% Körperteilschaden. Den Kampf gegen Ghule schon ein bisschen früher brauchen können. Aber egal. Ja, der McGree, der hat keinen Bock mit mir zu reden. Der geht einfach. Okay. Na, Wackelpuppe sehe ich hier nicht. Schade. Ja, man kann ja nicht alles haben. Chirurgenblatt ist auch nicht schlecht. Lass mal irgendwie rausgehen, wo nicht Strahlung ist. Hey, mal ein... was willst du? Nimm das mit, Stradi. Wir haben es geschafft. Wir haben Duncan gerade eine Überlebenschance verschafft. Ich weiß nicht, ob ich das je wieder gut machen kann. Ich stehe tief in deiner Schuld. Na ja, tu es so. Mir geht es nur darum, dass dein Sohn wieder gesund wird. Das weiß ich doch. Ich will nicht immer nur nehmen, sondern auch geben. Vielleicht bekomme ich das eines Tages ja hin. Aber jetzt müssen wir noch das Heilmittel zu Daisy in Good Neighbor bringen. Sie hat keine Warnkontakte. Nur ihr traue ich es zu, das Mittel rechtzeitig zu Duncan zu bringen. Das ist der letzte Gefallen, um den ich dich bitten werde. Versprochen. Gehen wir. Alles klar. Dann machen wir noch ganz schnell. Alles gut. Grüne Gunze. Hey. Ja, was gibt's? Nein. Okay. Ja, aber abkriegen wir, glaube ich, nicht mehr in diesem Part. Schade. Ausgehen werde ich auf jeden Fall eins bekommen. Wenn ich hier nur Geschütze und so in ganzen Siedlungen baue. So, raus hier. Ihr habt den ganzen Dreck hier leid. Oh Gott. Okay. Good Neighbor soll es sein. Kein Problem. Gehen wir da noch ganz schnell hin. Geben die Mission ab. Kriegen hoffentlich die Fähigkeit von McCready, immer es sein wird. Und irgendwie habe ich gedacht, dass sowas passiert.
Weiß nicht wieso, irgendwie habe ich nur gedacht, irgendwas kommt hier draußen noch, da mich auffällt. Der mysteriöse Fremde denkt sich so, nope. Und Schlagstock. 25% mehr Schaden, ganz schlecht. So, Good Neighbor. Hier. Oh Gott. Ja. Good Neighbor. Gut. Ich muss sagen, wenn hier schwer Gegner in der Nähe sind, ne? Nee, für ein Level Up reicht das nicht. Artillerie-Rauchkanal kannst du etablieren von Minimum-Batterien in der Nähe fordern. Das hatten wir auch noch nicht. Wahrscheinlich, weil wir jetzt in der Story weiter sind, ne? Ich finde immer noch blöd, dass ich mit dem Institut verfeindet bin. Vielleicht vergeben die mir ja, wenn ich nach ein paar Spielstunden zurückkomme. Soll er angeblich so sein. In Skyrim war das noch so, wenn man in einigen Orten verfeindet war. Da ist auch noch diese eine Stadt, wo ich so Gefangene befreit habe. Die haben irgendwie auch... Mit dem habe ich noch nie gesprochen. Mit dem bin ich da auch verfeindet gewesen. Hi. Soll ich auch mal irgendwann zurückgehen? Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Du gehst mir doch wohl nicht aus dem Weg. Wie könnte ich jemand so süßem wie dir aus dem Weg gehen, Daisy? Du bist ein lausiger Lügner. Aber ich spiele jetzt einfach mal dumm und tue so, als wüsste ich das nicht. Also, was wolltest du? Ich habe es, Daisy. Ich habe das Heilmittel für Duncans Krankheit gefunden. Oh mein Gott, das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Wie hast du das geschafft? Bei deinem letzten Versuch hätten dich die wilden Ghule fast aufgefressen. Ich war nicht allein. Mein Partner hier hat mir geholfen, in MedTech zu überleben. Jetzt muss das Heilmittel nur noch zu Duncan. Kannst du mir dabei helfen? Natürlich, MacCready. Du hast mir mehr als einmal den Hintern gerettet. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Schon in Ordnung. Vertrau mir. Ich schwöre, dass Duncan das Heilmittel bekommt. Wenn MacCready dir vertraut, reicht mir das. Ich weiß das zu schätzen. Er ist eigentlich gar kein so schlechter Kerl, wenn man ihn genauer kennt. Das Heilmittel kommt auf die erste Karawane, die das Commonwealth verlässt. Der Fahrer schuldet mir ein paar Gefallen. Und er ist zuverlässig. Wird nicht lange dauern, bis es bei dir zu Hause ist, MacCready. Danke. Du bist ein Schatz. Hey, tu mir einen Gefallen. Pass für mich auf MacCready auf. Er ist einer von den Guten. Okay. MacCready. Aufgepasst. Was gibt's? Dein Hallo. MacCready, ja, bitte. Hat hier in Good Neighbor einen Ruf als guter Schütze mit mieser Laune. Was denkst du, wie es da zwischen uns ist? Ich krieg keine Dinge, ganz ehrlich. Wie du die Dinge in letzter Zeit angehst. Hoffentlich bleibt es auch so. Das ist erstmal alles. Sicher. Wahrscheinlich quasselt er mich jetzt offscreen hier die ganze Zeit voll. Mit, ja, ich möchte mit dir reden und so. Und ja. Weil ich mir wieder offscreen die ganze Zeit anhören muss, warten. Und bis ich wieder aufnehme und ja. Kennt man ja. Aber ich würde jetzt erstmal sagen. Ich beende den Part hier. Da ich offscreen mir ein paar Geschütze in den ganzen Siedlungen verteilen werde, damit ich die ganze Zeit angegriffen werden, werde ich wahrscheinlich zum nächsten Part ein Level Up bekommen haben. Und dann leveln wir zusammen auf. Und ja, dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ich bedanke mich allerdings erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.